Was passiert heute bei Kirby und das vergessene Land? Wir haben abnormale Autorennen. Da haben wir endlich unser Mario Kart 9. Endlich haben wir unser lang ersehntes Mario Kart 9, Freunde. Und sind danach in der Horrorinvasion gefangen. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich gerade wirklich erschreckt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Part. Moin Freunde, mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut. Und willkommen zu einem neuen Part von Kirby und das vergessene Land. Bevor wir jetzt in die dritte Welt hineinstarten, wo wir jetzt endlich angekommen sind, können wir davor erstmal mit einigen Blaupausen. Oder du hast aber viele neue Blaupausen. Wir haben mehrere neue Blaupausen, okay. Also ist meine Theorie doch richtig, beziehungsweise ich habe richtig aufgepasst. Ich habe aufgepasst, Freunde. Und ich kann jetzt mehrere Waffen vermutlich upgraden. Ja, nice. Sehr, sehr cool. Einmal die Waffenhändlerwaffe. Wer kennt die Waffe nicht, Freunde? Einmal der edle Entdecker. Sheesh. Die Bombenfähigkeit, beziehungsweise die Bombenkette. Die drei Waffen können wir upgraden. Sehr cool. Und wir haben sogar genug Fähigkeiten bzw. genug dieser Special-Sterne gesammelt. Freunde, erstmal schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, dir geht's wunderbar und dass du einen sehr, sehr sicken Tag hattest. Heute am Dienstag. Ich nehme das Ganze ein bisschen später auf. Wird wahrscheinlich auch eine Late-Night-Folge. Hängt damit zusammen, dass ich den ganzen Tag am Hauptkanal-Video dranhang. Also wie immer eigentlich, wenn zwei Kanal-Videos zu spät kommen. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich befinde mich ja aktuell in der Quarantäne. Bis nächste Woche Montag und habe dementsprechend, ja, viel Zeit. Alter, Maschallah! Junge, ich sehe aus wie so ein alter Apache. Also nicht ein Rapper, sondern wie ein Apache, Freunde. Das will ich aus... Junge, nämlich James Byrd mit einem Umlaut, ist das sexy. Geil! Oh, ich freue mich schon, die neuen Waffen im Part auszuprobieren. Holy crap. Oh, dafür brauchen wir auch zwei. Okay, ist in Ordnung. Dann werden wir erstmal den Spielzeughammer weiterentwickeln. Here we go, cool. Auf jeden Fall bin ich bis nächste Woche Montag in Quarantäne und dementsprechend steht die ganze Woche für mich eigentlich nur YouTube an, willkommen, wobei ich auch vorhabe, mir so ein bisschen... Okay, willkommen im Stream, Freunde. Da habe ich wieder vergessen, die Alerts auszustellen. Upsi. Aber guck mal, das hat doch Stil, wenn zwischendrin einfach im Part kommt, willkommen im Stream, oder? Also meiner Meinung nach, ja. Junge, ist das ein riesiger Hammer. That's what she said, Freunde. That's what she said. So, okay. Und die Bombenkette können wir noch nicht upgraden, da uns diese Special-Sterne fehlen. Ich habe den Namen auch schon wieder vergessen. So, aber auf geht's erstmal in die dritte Welt. Würde ich einfach mal so vorschlagen. Also, ich habe mir überlegt, okay, ich habe jetzt einiges noch nicht offscreen nachgeholt, aber ich glaube, ich werde die ganzen Level einfach offscreen nachholen. Ich denke mal zum Beispiel hier, unter anderem fehlten uns noch ein Waddle Dee. Ich meine, das war das mit der Achterbahn. Da habt ihr mir auch in die Kommentare hineingeschrieben, ich hätte die Achterbahn prinzipiell resetten können. Erstmal danke für den Tipp. Das hätte ich so an sich machen können. Da hätten wir noch die Enten retten müssen. Da hat Fabrice einen Kommentar geschrieben. Und zwar im Level Willkommen im Wunderina-Park am Anfang kannst du die Statue besteigen. Das wäre am Anfang möglich gewesen, wusste ich nicht. Und zudem findest du die letzte fehlende Ente auf der Hecke bis zur nächsten Folge. Das ist krass. Ja, gut. Machen wir das mal so. Oder ich habe auch überlegt, das ist eine spontane Idee gerade von mir. Wir gehen erstmal in Rennpistenraserei rein. Am Ende jeder Straße der Schätze soll sich ein... Achso, wir bekommen die ganze Zeit unten links von Elfine Weihename, oder? Tipps, ich verstehe, ich verstehe. Oder ich überlege, zum Beispiel jetzt morgen oder übermorgen bekommen wir einen Animal Crossing Part. Ja, wo ich quasi auf Twitch Animal Crossing ein bisschen gespielt habe, um so ein bisschen in der Story voranzukommen. Und vielleicht kann man das auch in Kirby machen, dass wir einfach auf Twitch die 100% irgendwann holen und ich lade es dann einfach hier als Part hoch. Als paar Stunden Part. Das kann man ja auch ganz gut machen. Und das glaube ich, das ist gut, ja. Das können wir definitiv machen. Mal schauen. Ihr könnt mir in die Kommentare hineinschreiben, was ihr davon haltet. Aber, Freunde, G-T-A! Junge, macht das Spaß. Das ist fresh. Das ist wirklich fresh. Moment, erstmal hier durch. Alter, warum kann ich das denn nicht umnieten? Was? Alter, ich sehe die Competition. Los geht's. Da haben wir endlich unser Mario Kart 9. Endlich haben wir unser lang ersehntes Mario Kart 9, Freunde. Und ich freue mich. Hätten wir links eine Abkürzung nutzen können? Oh, Mist. Das ist hundertprozentig eine Mission. Alter, die Mission werde ich so fett zu Ende spielen. Scheiße! Ich kann auch springen, ich Vollidiot! Hui! Wuhu! Yes! Das war doch, Alter, New Record! Schön!
Boah, das ist cool. Achso, wenn wir den Rekord brechen, können wir sogar einen Waddle Dee freischalten. Ich verstehe. Alter, das ist so genial. Das ist so cool. Lol. Können wir mit den Waffen aus dem Waffenhändlerladen in ein Level hineingehen? Gut, dass mir das so früh wieder auffällt. Ja, also ich bin sehr, sehr gimpelmäßig unterwegs hier in Kirby. Aber wie gesagt, zu meiner Verteidigung. Achso, und guck mal. Ah, mit diesem blauen Stern. Von denen habt ihr geredet. Dann haben wir einen neuen Versuch. Ich lerne immer mehr. Ich lerne immer mehr. Das Leben ist ein stetiger Prozess. Und im Leben geht es darum, weiter zu wachsen. Wie eine Pflanze. Okay, ich verstehe. Ich verstehe endgültig, glaube ich. Also, ein bisschen besser stelle ich mich an, im Gegensatz zu den ersten Parts. Fällt mir persönlich zumindest so auf. Okay, wir werden erstmal die Bombenfähigkeit lutschen. Der hat lutschen gesagt. Beziehungsweise so, spuck's aus, Kirby. Saug ihn ein, dankeschön. Dafür ist jetzt cool gewesen, die Bombenkette, hätte ich die abgegradet. Das ist eine sehr, sehr coole Fukuhila-Frisur. Ich wollte erstmal Ente sagen. Igel meine ich natürlich. Wham! Okay. Haben wir irgendwas übersehen? Keine Ahnung. Ist mir auch relativ boogie. Boogie wie woogie. Boy. Oh yeah, Freunde. Das war das Oh yeah vom Willkommen im Stream gerade noch in der Kombination. Ja, okay, das macht es doch schon lustiger mit den ganzen random Soundeffekts. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, letztens habe ich mich mit meiner Mom unterhalten und ja, teilweise ist es ja für Erwachsene ein bisschen schwieriger, den Jugendslang zu verstehen. Beziehungsweise ich meinte irgendwie zu ihr, yo, das ist mir Boogie. Und sie hat mich erstmal voll verdutzt angeschaut und ich dachte so, ja, okay, das ist mir Boogie, verstehen noch nicht mal, verstehen andere in meinem Alter teilweise nicht. Also von daher, ja. Ich weiß auch gar nicht, woher ich das hab. Also teilweise, ich habe Phasen, wo ich Wörter ziemlich oft sage. Und ich verstehe nicht, warum. Aktuell ist es auch irgendwie Mashallah. Mashallah sage ich aktuell auch ziemlich häufig. Ja, und ist mir Boogie, sage ich hin und wieder mal. Das ist jetzt nicht das Schlüsselwort, was aktuell sehr oft gespammt wird. Okay. Aha. Wer hat denn da einen neuen Weg gefunden? Richtig. Kirby, nicht ich. Sad. Satisfying. So, lass mich einfach hier durchgehen. Dankeschön. Woo! Auf geht's in den Ein-Sterne-Nebenquest-Room. Ein Waddle Dee sehen wir schon mal. Und können wir hier einfach eine Bombe runterwerfen? Hui! Lol, first try! Alter! Aber kein Problem, Freunde, aber... Nee, scheiße, das war ein falscher Knopf. Das wollte ich eigentlich drücken. Wir haben da auch noch eine Leiter. Why? Also instinktiv wäre ich ja eigentlich erstmal zurückgegangen, aber... Wow! Junge, Jackpot. Ein Glück, sind wir nochmal nach oben gegangen. Hui! Yes, sir! Oh, es macht Spaß. Ja, okay. Also ich muss wirklich sagen, anfangs hatte ich so meine Schwierigkeiten mit dem Game. Aber jetzt nach und nach habe ich immer mehr Spaß an diesem Spiel. Also ich musste erstmal warm werden, wie beim Sport. Wow, David, revolutionär. Aber inzwischen ist es cool. Und ein Tipp, den ich auch immer wieder lese, den ich bisher noch nie großartig verfolgt habe, den ich aber wahrgenommen habe, von daher erstmal vielen lieben Dank, ist es, dass man teilweise, ja, Attacken aufladen kann. Zum Beispiel die Bombe können wir gezielt werfen. Den Entdecker oder andere Attacken werden einfach stärker. Und ja, ich habe bisher noch nicht den Sinn gesehen, das so einzusetzen. Dementsprechend habe ich bisher auch noch nicht großartig irgendwelche Aufladattacken gemacht. Hui. Aber ich habe es auf jeden Fall wahrgenommen, dass es prinzipiell funktioniert. Hui. Jo, bitte pass auf, Meister. Maestro! Ich werde einmal den Arsch abfackeln, als ob du Chini gegessen hättest, Meister. Ja! Ja! Auf Risiko ohne Damage. Man weiß ja nie, ob er wieder so eine Nebenquest ist. Fall nicht runter oder besiegt den Gegner ohne Damage zu kassieren. Who knows, who knows. Schön! Ich finde es aber auch ziemlich, ziemlich cool gemacht mit den Bossen, die hier zwischendrin sind. Und die nächste Blaupause, kolossales Schwert. Ja, die Schwertfähigkeiten müssen wir definitiv weiterentwickeln. Die Schwertfähigkeiten müssen wir definitiv weiterentwickeln. Yes! Okay. Mashallah, die nächste Figur. Gibt es eigentlich irgendeine Obergrenze von diesen Figürchen, die wir pro Level, oh Gott, einsammeln können? Junge, das wird jetzt die ultimative Challenge mit 50 Sekunden. Ein deutlich längerer Parcours als gerade eben, doppelt so lang.
Okay, aber ich brauche auch eine gute Challenge. Man nennt mich nicht umsonst Michael Schümacher. Ich bin Michael Schüschmacher. Hätten wir nicht einfach rechts runterfahren können oder müssen wir... Ja, wir hätten auch so safe eine Abkürzung nutzen können. Wir müssen viel mehr die Abkürzungen nutzen. Alter, das ist halt echt Mario Kart 9. Was denn? Oh shit, aus der POV-Perspektive. Ui. Spring, Kirby! Noch spektakulärer. Man füge bitte Tokyo Drift Musik ein. Ich find's richtig nice. Ich rede jedes Mal von der Tokyo Drift Musik. Mach's auch sehr, sehr gerne im Auto an. Aber ich habe noch nie den Film Tokyo Drift gesehen. Wisst ihr, wie man sowas wie mich in Fachjargons nennt? Heuchler. Oh shit, oh shit. Aber Star Wars habe ich auch noch nie gesehen. Das sieht so böse aus. Das sieht so böse aus mit diesen Kothaufen. Als ob die gerade frisch am Koten werden, Freunde. Hui! Yes! Was? Das werden wir sowas von safe nochmal machen, hallo? Wo habe ich denn so viel Zeit verloren und why? Ja, wir waren gerade auf jeden Fall bei dem Thema. So einen großen Film, den ich auch noch nie gesehen habe, Star Wars. Ich habe nur Star Wars 7 gesehen. Aber... So, ich möchte auf jeden Fall das nochmal neu starten. Dankeschön. Aber was ich noch nie gesehen habe, Star Wars 7 habe ich gesehen, den Rest noch nie. Aber ich kenne die Story. Ich kenne die Story von Star Wars. Ach so, okay. Let's go. Diesmal direkt rechts runter. Ui. Ja, sehr schön. Ich hätte die Abkürzung dort hätte man nicht nutzen können. Alright, alright, alright. Ich weiß aber nicht, wo wir sie jetzt so viel Zeit aufholen. Oh, okay, wir müssen... Ich glaube, wir müssen Abkürzungen... Ach, komm schon! Ich bin gerade halt for real unter Druck. Was ich sagen wollte, ich kenne die Story von Star Wars aus den Lego-Spielen. Von den Lego-Spielen war ich ein sehr, sehr großer Freund und Fan. Come on, Kirby. Also wenn jetzt das... Also wenn das jetzt nicht in den 50 Sekunden drin gewesen ist, weiß ich auch nicht mehr weiter. Hui! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ja! Alter, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss! Wada wang, wada wang! Junge, sehr, sehr cool. Alter, ja, natürlich haben wir nicht alle Waddle Dees gefunden. Das ist so ein Fluch in diesem Spiel. Es ist einfach nur ein Fluch. Mehr kann man nicht dazu sagen. Yo! Alter, 200 Millisekunden waren dazwischen. 200 Millisekunden waren nur dazwischen. Uff, schön. Okay. Keine Sidequests. Erreiche das Ziel des ersten Rennens innerhalb von 20 Sekunden. Okay, let's go, ziehen wir durch. Aber davor gucken wir uns erstmal an. Feuer, Achtung heißt, nutze die Kraft des Feuers, um Lunden anzuzünden, Hindernisse zu verbrennen oder Gegner anzukugeln. Renne und springe und greife dann als Feuerball an. Okay, was ist die nächste Figur? Kofferradio. Schön. Und Superkraft-Lolli. David hat Lolli gesagt. Aber erstmal gemeinsam mit den anderen Waddle Dees erfolgreich zur Base zurück, beziehungsweise zur einzig wahren Map. Und dann geht's als nächstes in den Zirkus. Invasion im Horror. Ich liebe es. Ich sag ja immer wieder, dass ich ein großer Horrorfilm-Fan bin. Da wurde, glaube ich, auch letztens gefragt, ob ich mal Horrorfilm-Vorschläge machen kann. Boah, da müsste ich mich for real mal ransetzen, weil ich habe so viele Horrorfilme inzwischen gesehen. Aber es ist ein anderes Thema. Erstmal holen wir die nächste Mission. Okay, next try. Unter 20 Sekunden. Here we go. Aber wo kann ich Zeit sparen? Wo spare ich jetzt Zeit? Wow. Ich habe so Schiss, das werden noch mehr als 20 Sekunden werden. Ja, wobei, ich habe vorhin noch verschissen. Also wenn ich normal fahre... Und dann nein! Ah! Neuer Versuch. Junge, wo kann ich denn zeigen? Junge, ist mir egal, ich breche dieses Level ab. Ey, ich habe keinen Bock mehr. Junge, Abschnitt verlassen. Junge, wie soll das denn unter 20 Sekunden möglich sein? Come on.
Da muss ich mich erstmal ganz, ganz böse räuspern. Aber jetzt mal, for real, come on. Auf geht's ins Horrorhaus. Here we go. Schließe den Abstand ab, rette die versteckten Waddle-Dees. Ey, komm, Mann! Ja, genau. Das war hündisch. Das war hündisch, meine Freunde. Hündisch. Wow! Ich wollte gerade sagen, es fehlt. Ich habe mich gerade wirklich erschreckt. Ich habe mich. Was? Ich habe mich gerade wirklich erschreckt. Alter, was ist das? Das sind einfach freaking Zombies, die hier rumlaufen. Das sind einfach freaking Zombies. Was soll das denn? Kannst du mal abhauen, Junge? Junge, das sind Geister! Geister! Weißbrot! Kennt ihr die Szene aus SpongeBob? Vor allem U ist drei Snacks, die von Geistern versteckt wurden. Woher weiß ich denn, welcher Snack von Geistern versteckt worden ist? Steht das auf den Snacks drauf? Oh shit, oh mein Gott. Ah, wow! Ich glaube, das ist der Soundeffekt von normalen Buhus, wenn die Geister hier auftauchen. Rild, sehr, sehr rild. Was ich gerade sagen wollte, es gibt so einen Joke aus SpongeBob. Und zwar Geister, Weißbrot. Ergibt im Deutschen so an sich ja gar keinen Sinn. Ist trotzdem eine lustige Szene, weil das ist halt ultra random, meiner Meinung nach. Und deswegen ist es halt so lustig. Kreativ, ich muss im richtigen Moment den Karton kaputt machen, cool. Und im Englischen heißt es in der Szene Ghost, Toast. Also im Englischen soll das einen Reim darstellen. Also super kreativ, wusste ich früher auch nicht. Aber erst als ich davon gehört habe, wusste ich endlich, das ist der Sinn dahinter. Wow, wir haben schon wieder eine neue Fähigkeit. Das Game hört einfach nicht auf und ich liebe es. Warum muss ich leuchten? Schau dich mal mein strahlendes Lächeln an. Yeah! Aber wofür? Ach, 100%ig muss ich den Stromgenerator. An den hier, oder? Aha. Einfach Solarplatten, die wir als Kirby mit einer Glühbirne beleuchten müssen. Wie kreativ will ein Game sein? Kirby ja. Hammermäßig. Yo. Alter, das ist jetzt echt spooky. Was? Ich liebe alles. Leuchten. Ich weiß, dass ich mit B leuchten kann, Spiel, ja. Aber ich will mir ja alles erstmal angucken, ob ich nicht irgendwas vergesse. Okay, kann man da irgendwie in die Mitte kommen? Vermutlich. Aber wir können nicht schweben, beziehungsweise gleiten, wenn wir was im Maul haben. Jo, übertreib mal komplett die Lage hier. Übertreib mal komplett die Lage mit der Schwierigkeit hier. Bitte. Ich hab so viel Spaß. Das ist so unglaublich. Oh shit. Soll ich mal ein paar Münzen einsammeln, Rino? Den Eisbecher? Weil Eis ist immer eine feine Sache. Eis, Baby. Vor allem, wenn ich das hier so sehe, habe ich böse Bock mal wieder auf ein Escape Room oder Laser Tag. Ich liebe sowas. Ich liebe es, wenn man den Abend so verbringt mit einem Escape Room oder Lasertag oder sonst was macht. Was ich unbedingt irgendwann mal machen möchte, vielleicht hat das jemand von euch schon mal gemacht, Paintball. Paintball stelle ich mir auch richtig nice vor. Und... yes! Paintball stelle ich mir auch super nice vor. Auch wenn ich glaube, dass es sehr hart wehtut. Wobei, also es gibt immer unterschiedliche Meinungen. Einige sagen, ja, ist schmerzhaft. Hallo. Achso, das Auge sieht uns nur, wenn wir leuchten. Alright. Okay, hau ab bitte. Hau ab, Meister, danke. Oh, das wird ja immer verflixter, die Situation hier, oder? Guck, guck. Komm mal hinterher. Danke. Was? Da wurde ich böse weggejätet, okay? Ah. Aha. Okay, ich check gerade nicht so ganz, was hier passiert. Paintball. Also wenn man halt sich dick genug anzieht, dass es halt voll in Ordnung geht, berichten immer einige davon. Ah, und da ist sogar ein Room, sehr schön. Kann ich mir auch gut vorstellen, ausspucken. Wir müssen die Glühbirne ausspucken, alright. Weiß ich nicht, also ich bin gespannt, wenn ich es irgendwann mal selber spielen sollte, werde ich definitiv davon berichten. Mal schauen. Also Lasertag beispielsweise finde ich sehr, sehr cool. Einige sind gar kein Fan davon.
Konzentration? Oder auch nicht? Hä? Ist hier irgendwo ein Schlitz? Der hat Schlitz gesagt. Eine andere Möglichkeit? Kann ich den Boomerang lenken? Nee, ich komm nicht dran. Junge, ich war gerade mega abgelenkt bzw. verwirrt über die Situation. Muss ich gegen das Ding hier unten schießen? Nee, es sah aber sehr verdächtig aus im ersten Moment. Muss ich hier gegen schießen? Was soll ich machen? Wie soll ich da drankommen? Moment mal. Jetzt muss ich wahrscheinlich Professor Layton spielen oder so, oder? Kann ich mich hier durchquetschen? Saugen? Saugen funktioniert auch nicht, okay. Saugen ist normalerweise immer was Feines. David hat Saugen gesagt. Ey, ich liebe diesen Witz. Ich liebe es sehr und er hat das gesagt. Ich liebe es so sehr. Ja, okay, ich muss kreativ werden. Wie kommt man hier dran? Alter. Ich bin gerade wirklich am struggeln. Das sieht ja aus, als ob das hochfahren könnte. Es sieht wirklich aus, als ob das Tor hochfahren könnte. Aber wie genau generieren wir es, dass das Ding hochfährt? Oder wie sorgen wir dafür, besser gesagt? Wie kann man dafür sorgen? Freunde, ich musste mir gerade ein Video reinziehen. Ich wäre nie im Leben darauf gekommen. Aber, boah, sorry, dass ich mich heute die ganze Zeit räuspern muss. Man kann den Boomerang aufladen und dementsprechend, wo man sich hinbewegt, kommt der Boomerang auch wieder zu uns zurück. Ergibt ja auch Sinn. Denn alles im Leben kommt wieder zurück. Alles im Leben kommt zurück, wie ein Frisbee. Man kennt ja diese legendäre Deutschrap-Line, die sehr, sehr gerne gebracht wird, wo ich nie verstehe, warum es jetzt ausgerechnet ein Frisbee ist und warum Frisbee. Kuckuck! Ja, ich wollte gerade... Nein, ich will zurück! Es gab... Oder? Aha! Aha! Ich wusste es, dass hier noch irgendwas ist. Alleine in der Mitte haben wir noch voll viel übersehen. Vorsicht vor den Augen. Den dritten Waddle Dee. Okay, die sind jetzt aber hier komprimiert unterwegs. Und hier ist bestimmt noch irgendwo ein versteckter Snack von den Geistern, oder? Oder auch nicht. Wir müssen nochmal zurück, weil in der Mitte gab es noch einmal so eine Solarstelle, die ich mir definitiv reinziehen möchte. Ist das ein versteckter Snack? Yes! 2 von 3. Geht voran. So, einmal. Hui! Nein! Ich möchte... Können wir nicht mehr zurück? Danke. Genau das wollte ich. So, ich zeige euch mal, was ich meine. Können wir eigentlich hier runterspringen? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass dort unten auch irgendwo ein Weg ist. Also ich... Ah, oh, Mist! Und zwar da. Da müssen wir rüber. Ich wusste es. Ich wusste es, dass hier irgendwas ist. Okay. Genau das wollte ich mir noch angucken. Aha. Bingo! Zurückgehen lohnt sich immer wieder. Um nochmal Kippen zu holen, Freunde. Oder die Milch oder was auch immer. Boah, also diesen Vater holt Kippenwitz. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den sehr, sehr lustig in manchen Kontexten. Also man darf das natürlich nie ernst nehmen. Das ist auch irgendwo ein Filmklischee. Ich glaube kaum, dass das wirklich so passiert ist. Also bestimmt gab es mal einzelne Fälle mit der Vater holt Kippen oder so. Aber ich glaube jetzt, das sind eher Ausnahmefälle gewesen. Ganz nett gesagt, sagen wir es mal so. Alright, haben wir hier einen neuen Bossfight? Ja. Oder, na ja, oder nein? Wow! Oder, wow. Ich hole mir lieber die Feuerfähigkeit ab. Dankeschön. Mit dem Vulkanfeuer handle ich aktuell ein bisschen besser. Wie mit irgendwelchen gewissen Trading-Apps, Freunde. Ist das ein Spiegel? Lol, what? Was war das denn? Ja, sollte das ein Spiegelkabinett darstellen? Ich bin noch nie in einem Spiegelkabinett gewesen. Aber ich stelle mir das ultra funny vor. Auf einem Freizeitpark. Boah, ich hätte mal wieder so böse Bock. Ich habe es im letzten Part ein bisschen erwähnt gehabt. Das letzte Mal bin ich im Heidepark gewesen. Das ist jetzt, glaube ich, über... Ja, das ist jetzt circa ziemlich genau ein Jahr her. Ich meine, letztes Jahr im Mai bin ich dort gewesen. Und es ist immer wieder geil. Also, wobei ich bin schon ziemlich oft im Heidepark gewesen. Also, für mich wird es definitiv demnächst dann ein anderer Freizeitpark werden. Aua!
Was? Mehr nicht? Das war's? Ich werde einfach hops genommen davon, von der Leiter? Okay. Wo ich aktuell bisher gewesen bin, war Moviepark, Phantasialand und Heidepark. Ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt. Ich glaube, sowas wie ein Europapark gibt's noch. Der ist ja auch recht gut besucht und recht bekannt. Den kennt man so an sich. Aber ansonsten, was gibt's noch für Freizeitparks, wo man mal hin muss? Aha! Und den letzten versteckten Snack. Whee! Also manche Missionen sind so easy und bei manchen kommst du nie im Leben darauf, überhaupt danach zu suchen oder das zu triggern. Cool. Wenn wir den letzten Waddle Dee finden, haben wir somit auch... LOL, was ist das denn für ein Loch? WTF! What? Und wir haben eine Blaupause. Die Bremskugelblitz-Blaupause. Alter! Darauf muss man erstmal kommen. Und über den Weg muss ich wieder nach oben? Yes. Junge, 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 Junge. Das sind Secrets. Das sind wirklich krasse Aua-Secrets, danke. Und jetzt schlug Schnecken. Wie gewisse Harry Potter-Charakter. Du kippst... einmal um. Yes, dankeschön. Aha. Und erstmal in den einzig wahren Getränkeautomaten. Aber wofür? Hat der Getränkeautomat irgendeinen Sinn mit den Dosenschüssen? Oder ist es einfach nur nice to have? Okay, ist, glaube ich, nützlich für die nächsten Geister, die wohl kommen, oder? Hui! Alter, Mashallah! 107... Oh! Ich glaube, hier ist wirklich ein Sinn hinter. Wir schießen mal alles ab in diesem einzig wahren Parcours. Nein! Die rote Coin! Nori! Hui! Hätten wir da noch hintergekonnt? Keine Ahnung. Vermutlich, eventuell nicht. Ja, nein, vielleicht. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Boah, ich hatte einmal... in meinem Leben so einen ominösen Liebesbrief in der 5. Das fällt mir gerade dazu ein, dass ich hatte in der 5. Klasse mal einen Spind. Ich wollte unbedingt einen Spind haben damals, total unnötig, weil ich habe zerstöre 13 Aliens mit dem Automatenstopfer. Ja! Junge, 4 Missionen einfach. Es ist der einzig wahre Banger und damit meine ich nicht Farid, Alter. Ja, moin! Und ich hatte damals einen Spind in der 5. Klasse. Und irgendwann kam ich zum Spind und hatte einen Brief, so einen kleinen Schnipsel. Und da stand drin, ich liebe dich. Und ich als Fünftklässler damals so, er hat sich nie wieder gemeldet, die Person. Bis heute unbekannt, wer es gewesen ist, aber das war Rild, wenn wir gerade schon mal bei diesem Thema waren. Ja, nein, vielleicht. Schließ den Abschnitt ab, ohne Geist-Gordos zu berühren. Ah, die Geist-Gordos sind bestimmt diese Augen, oder? Hundertprozentig sind das diese Augen. Das Logo des Amblin Centers, Eigentum von Amblin Holdings, wir machen ihr Leben lebendiger, lautet der Firmenslogan. Zu den Geschäftszweigen zählt der Betrieb von Veranstaltungsarenen, Lebensmittelgeschäften und Dienstleistungsindustrie, doch davon übrig blieben nur Ruinen. Okay. Mashallah. Alright. So, diese entzückenden Bewohner vom Planeten Pop strandeten bereits vor Kirby in der neuen Welt. Bedroht von einigen wilden Bestien, die sie gefangen nahmen und ihnen ihr Essen stahlen, waren die Aussichten anfangs nicht rosig, doch Kirby half, ihre Stadt wieder aufzubauen und ein neues Leben zu beginnen. Sehr, sehr cool, nice! Oh, ich liebe diese Figuren. Dann haben wir doch hier nochmal eine vollgestopfte Kirby-Figur. Schrankstopfer Kirby. Kirby erhielt Zugriff auf den Vollstopfmodus, nachdem er den Wirbel passierte, und kann sich nun mit Schränken vollstopfen. In dieser Gestalt kann Kirby herumwackeln, bis er umkippt und oh, da hat wohl jemand etwas hinter dem Schrank versteckt. Aha. So, wie wir es bisher auch immer wieder in diesem Game kennengelernt haben. Boah, das war eine sehr, sehr spaßige Folge. Das hat ultra viel Spaß gemacht mit dem Rennen, mit der Horror-Invasion, beziehungsweise mit dem Blender-Mate-Placement, was Kirby hier angenommen hat, wie es scheint. Und wir haben 9 Waddle-Dees gefangen. Nur eine Sache haben wir nicht auf Anhieb hinbekommen. Ja gut, wäre auch zufällig gewesen, hätten wir es auf Instant hinbekommen, von daher. Naja, Freunde, an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Es wird spannend und wir neigen uns auch langsam dem Ende der 3. Welt zu. Klar, wir müssen noch so ein paar Dinge nachholen, definitiv, aber das geht schnell. Das sollten wir hinbekommen. Freunde, danke fürs Zusehen. Daumen nach oben nicht vergessen, abonniert den Umlautmann und bis zum nächsten Part von Kirby und das vergessene Land. Cheerio! Haut rein, ciao, ciao. Und zum Schluss danke ich den Umlaut-Elite-General-Membern. Vielen lieben Dank für euren Support und danke an alle, die dieses Video bis hierhin geschaut haben. Haut rein, ciao, ciao.